Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Roleplay. Wir sind zu Hause und ich habe noch ein paar Verbesserungen gemacht, dass diese Eisengolems nicht hier spawnen. Und jetzt ist scheinbar einer hier auf diesen Kakaobäume, Plantagen gespawnt. Die können wirklich an jeder Ecke spawnen und das habe ich jetzt hoffentlich auch gut gefixt. Da steht, glaube ich, gerade jemand einer. Und ja, wir haben relativ viel Eisen dadurch bekommen. Hier haben wir noch Zuckerrohr zum Reintun. Genau hier. Wir haben recht viel Eisen. Also es lohnt sich schon, aber eben das Problem ist einfach, Minecraft kann überall die Monster spawnen lassen in der Umgebung. Es ist einfach viel zu groß, wo der Eisengolem spawnen kann. Und die NPCs sind ja nur dort oben. Also eigentlich sollten die nur dort oben spawnen und so weiter. Und ja, es geht irgendwie nicht. Also, naja, jetzt haben wir es geschafft. Also, ich bin froh, dass ich endlich mal eine Eisenfarm habe. So, genau. Wir wollen noch ein paar Kühe schlachten. Machen wir das einfach mal hier oben. Wir brauchen ja auch Leder. Das geht nicht immer. Ich lage irgendwie ja, in einer unsichtbaren Mauer. Zäune. Komm du noch. Nein, nicht kleines. Okay, das kleine lebt noch. Ist es draußen? Darf es nicht draußen sein. Ja, manchmal ist es schon gemein, wie die Tiere herumhüpfen. Jetzt müssen sie sterben, weil sie rausflogen. So, aber Schutz ist Schutz. Und ja, ich muss, glaube ich, da noch ein bisschen größer machen. Müssen wir also noch mal ein paar Bäume fällen. Das mache ich jetzt nicht. Das mache ich noch nicht. Genau. So, jetzt müssen wir bald schlafen. Jetzt können wir hier noch das Rindfleisch reintun. Haben wir ja noch nicht genügend Leder. Probieren wir einfach mal gleich ein paar Fischregale zu machen. Jo. So. Ja, wir müssen doch ein bisschen etwas am Haus weiterbauen. Wollte eigentlich jetzt zuerst noch andere Dinge machen, aber mir kommt jetzt einfach so den Kopf. Ja, wir brauchen ja Platz für diesen Zaubertisch und die Bücherregale. Okay, 9 Stück. Ich tue jetzt alle mal hier rein. So. Und so die Sachen, die wir nicht brauchen hier, nehmen wir mal nach oben. Was könnten wir noch nehmen? Feuerzeug brauchen wir hier. Kompost. Und zwar haben wir gesagt, die hier rein. So. Machen wir da auch die Schallplatten rein. Und dann haben wir irgendwo sicher mal noch eine Kiste. Ja. Machen wir hier rein. So. Prima. Jo, wir wollten ja das Haus jetzt so ein bisschen hier oben drüber machen. Eigentlich schon cool, so ein düsterer Dschungel zu haben, aber vor allem in die Richtung kommt ja das Haus, das Wohnhaus hin. Dann können wir eigentlich in die Richtung auch noch ein bisschen Farm machen. Sieht ziemlich schön aus. Und dann vielleicht hier an der Wand entlang. Der Ries ist geil. Bis dorthin. Ja, eins nach dem anderen. Wir haben wirklich eine schwere Landschaft hier. Ja, wir müssen alles nicht relativ selber bauen oder selber flach machen. Und wieso nicht einfach auf den Bäumen? Können ja auch mehr pflanzen und dann dort auch. Ja, wird es besser aussehen. Dann machen wir hier nochmal das Holz rein. Schwarzeichenholzstufen. Jetzt muss ich auch schauen kurz.
Ist eins höher, also hier, genau. Also. Wir brauchen die Bäume. Die haben wir ja hier angepflanzt, genau. Müssen wir mal ein bisschen fällen. Die Reichweite der Axt nicht. Sieht sonst, wir sind ein bisschen zu wenig weit. So, ich habe ja gesehen, auch wir haben ja diese Kartografen. Da können wir auch noch ein bisschen Zuckerrohr verkaufen. Oder eher Dinge. Papier. Und es sind irgendwie Farmer noch entstanden. Keine Ahnung, wie das geht. Habe ich irgendwo ein Ding? Komposter irgendwo in der Nähe? Eigentlich die brauchen ja Komposter, die Farmer. Keine Ahnung. Jo. Also, der Vorplatz, der wird ja eben aus dem Akazienholz gemacht. Also sieht recht schön aus. Eben, dass es auch von unten ein bisschen aussieht, unter dem Haus. Und einfach das Haus dann recht dunkel. Vielleicht auch aus Fichten, Holzstämmen eher. Keine Ahnung. Genau, ja, müssen wir jetzt einfach anschauen. Also, jetzt nicht so viel sagen, natürlich, aus dem Kopf heraus. Es wird einfach sehr schön aussehen. Also, ich werde sehr gut dekorieren. Also vor allem auch unterschiedliche Holzarten verwenden. Nicht immer das gleiche. Schön abwechseln. Ist das Wichtigste. Gut, jo. Dann machen wir hier nochmals. So. Wir brauchen Akazien. Schwarzeichen. Wo ist jetzt dieser Eisengolem? Wieso ist hier ein Dorf? Hä? Das bauen einfach irgendwelche Dorfbewohner? Okay. Ist mir schon vorher passiert. Keine Ahnung. Ich komme nicht raus. Sorry, Leute. Ja, eine schöne Holzfällerfolge. Aber ich konnte gar nicht mal so viele Holz. Also, ich habe schon Holz gefarmt. Und das meiste habe ich auch wieder aufgebraucht. Und jetzt ja, Holzkohle hergestellt. Ich habe ja auch erkundet. Ich wollte jetzt noch kurz nicht zeigen, was ich gefunden habe. Ich habe die Truhe, glaube ich, auch schon aufgemacht. Das ist einfach die Mining-Truhe mit dem Zeugs, das ich hier ausgeholt habe. Also 13 Diamanten, es waren wirklich zwei oder drei Erzklumpen, die recht groß waren in der Nähe. Und ja, eben. Ja, vor allem Kies habe ich gefarmt. Sonst echt wenig Erze. Also sehr wenig gefarmt. Ich glaube ein oder zweimal hin und her. Das ist wirklich sehr wenig. Jo, also. Jetzt haben wir eigentlich dann genügend. Ich habe doch irgendwo. Also hier haben wir noch Tropen. Die brauchen wir. Akazien haben wir auch. Dann nehmen wir die auch noch mit. Und ah, hier oben hat es noch Schwarzeichen. In letzter Zeit, also, ja. Macht immer noch auf dem Baum irgendwas, was er nicht sollte. Habe ich einfach gemerkt, ich bekomme zu wenig von diesen Schwarzeichen-Setzlinge. Wir müssen eventuell noch größer die Farm machen, dass es nicht Schwund gibt, sondern einfach mehr gibt. Und wenn man dann wieder weniger hat, dann ist es nicht so schlimm. Aber jetzt gerade so mit zwei oder drei Platzierungen habe ich immer das Gefühl, man bekommt nicht genügend über. Also ist echt doof. Naja. So. Das ist einfach komisch. Wow, mein Ah! Das hat wehgetan. Mein. Au, das hat wehgetan. Der ist nicht ganz am Boden. Da brauchen wir noch Fichten.
müssen wir noch ein paar Fichtenbäume fällen. Und dann sind wir gleich soweit. So, also den lassen wir mal, den bauen wir nicht ab. Eieiei. So schnell alles am Wachsen. Aber es ist gut so. Diese Downtimes, die nerven natürlich schon. Ich bin auch im letzten Part kurz gestorben an zwei Creeper-Explosionen, dann ein Skelett. Und ja, ich bin jetzt wieder low und nähe mich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss zu viel essen während dem Kampf. Und das war dann tödlich, leider. Ja. Also wir nehmen jetzt mal die Sachen mit. Machen doch aus zum Beispiel Tropenholz auch nochmal seine Kiste. So. Also in die Richtung keine Erde mehr. Weil sonst spawnen hier oben dann die Ding. So. Hier die Sachen reinlegen. Einen muss ich noch anpflanzen. Ich glaube, Tropenholz brauchen wir jetzt momentan nicht. Machen wir mal rein. Bin mich jetzt schon wieder ein bisschen überzogen mit dem Gewicht. So, wir brauchen sehr viel Zucker für die Dorfbewohner. Wir sind Sklaven für. Wir haben Dorfbewohner ja, gefangen einfach. Die herum komisch herumhüpfen. Da haben wir noch ein Crafting Table. Können wir mit 24 jemandem. Okay. Die wollen gar nicht handeln. Was ist denn los? Der will handeln. Der hat 24. Yay! Ein Smaragd. Wunderbar. Oh. Bö. Der hat noch Rede. Auch 24? Okay, sehr gut. Ich glaube 27 und so geht auch. Kommt so nicht raus. Nein. B, ihr geht raus. Nein. Ey. Schiebe euch weg, gell? So. Ja, wir erreichen die nicht gut genug. Das ist das größte Problem. Der hat auch. Das ist auch ein Kartograf. Bitte aber nichts Böses machen. Gell? Ich glaube, der bleibt auf dem Baum wegen dem Zombie. Hallo, Zombie. Mirko, rest in peace. So. Ja, war einer der besten Komödianten. Und ja, ich war wirklich geschockt, dass ich das hörte, dass er leider gestorben ist in seiner Wohnung. Wahrscheinlich hat er sich umgebracht, aber die Indizien sind eher nicht gerade so wahr. Also, es kann wirklich sein, dass er wirklich gelitten hat und niemand wusste etwas davon. Aber er war doch genug erfolgreich. Ich weiß nicht, was manche Menschen denn haben mit dem Leben. Was wollen sie noch mehr als Erfolg? Ja, Liebe. Aber wenn es auch nicht klappt. Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn zu wenig privat. Aber war natürlich schon knüppelhart für viele. So. Dann kurz schlafen, sonst kommen dann wieder die Creeper. Ja gut, manchmal machen die keinen Schaden, sonst wäre hier alles zerstört. Ja. Okay, ein Smaragd können wir wieder hier reinlegen. Haben wir noch keinen? Ah, wir haben ja eine Truhe mit. Genau, hier rein. 9 haben wir jetzt. Okay, sehr gut. Dann hier auch nochmals. Melonen. Die brauchen wir, die brauchen wir. Eisen brauchen wir nicht. Also nur ein Stack. Okay. Also ich brauche. Soll ich hier weitergehen? Nee. Ich brauche einfach die Half Steps, okay. So.
So viel brauche ich auch nicht. Mal ein Stack. Machen wir zwei Stacks, weil das 6 sind, geht es nicht auf. Mache ja nur 60er Stacks. Und jo, hier geht es sowieso hoch. Mit dem Dunkelholz, okay. Ja, eigentlich nicht billig. Dann kann ich das eigentlich wieder wegmachen. Ich will es ja schön haben, exakt. Okay, in die Richtung muss ich jetzt eigentlich nicht viel mehr machen. Möchte ich ja eigentlich auch wieder runtergehen können oder so. Auf dieser Ebene, also in dieser Weite runtergehen. Also wie? Darunter? Ja, ich habe jetzt gerade noch nicht so die Gedanken gemacht, wie hier runter. Ist natürlich schwer, jetzt wirklich alles auch im Kopf schön zu machen. Es muss einfach schön aussehen. Auf jeden Fall gehen wir hier runter. So, dann haben wir hier noch eins tiefer. So, müssen noch tiefer kommen. Ja, das ist hier bündig, ist also hier runter. Genau kann ich das nicht sagen, wie ja hier einfach bündig so und danach hier wird eins tiefer oder nein, nicht eins tiefer, aber das Blöde ist, dass es ja oben möchte das eigentlich unten haben. Soll ich das nochmals abreißen? Also hier spawnen Monster. Ich möchte nicht, dass hier Monster spawnen. Wir müssen das nochmal abreißen und eins tiefer machen. So. Gut. So. Oh, sieht der Berg schön aus. Krass. Ist einfach eine mega schöne Gegend, aber halt auch eine schwere Gegend. Okay, falsch platziert. Gut. Das ist ein Half Step, ist eigentlich gut. Wenn sie unten sind, dann kann man sie einfach so abschlagen. Weil wenn sie oben sind, muss der ganze Block weg natürlich. Also machen wir den Baum zuerst mal weg. Sonst nervt er immer. Er sieht zwar sehr schön aus, aber wir können den Baum hier nicht gebrauchen. So. Und die machen wir dann lieber per Hand, weil sie dann noch schöner aussehen könnten. So. Die machen wir weg. Okay, da ist auch noch ein Halbstep. Oh. Gut. Oh. Nein, nicht runterfahren. Ach, weh. So. Wunderbar. Jupp, und dann gehen wir natürlich nochmals runter. Und zwar hier runter. Okay. Muss ich einfach die Ecke nehmen. Und zwar wie hier gerade runter. Hallo. Immer alles im Weg. Ja, ich sehe nicht gut hier. Und jetzt
Ganz bündig. Ah, nein, nicht hier. Hier. Baue ich mich an? Nein. Okay. Nein. Okay, gut. Lianen sind praktisch. So, wir könnten ja auch noch diese Gerüste machen, aber die sind von der Bedienung her bei mir jetzt nicht gerade so der Hit. Also ich muss das ein bisschen lernen, wie sie platziert werden und so weiter. Könnten wir dann mal versuchen. Aber eben. Sind wir schon zu tief? Okay, wir sind tief. Ist es jetzt oben oder ist es jetzt unten? Scheinbar ist das oben. Also nochmals eins runter. Ja, einen müssen wir noch runter irgendwie. Mal schauen, ob es geht, ob der Baum dort so annimmt. Sehr komisch so zu bauen. Aber ja, ich weiß ja. Genau, so ist richtig. Wunderbar. So, dann machen wir mal hier. Wir könnten einen Baumstamm so einen breit hoch machen, aber wir haben diese Eichenbaumstämme nicht. Ja, würde optisch besser sein, wenn wir hier unten wirklich auch nur die Eichen haben. Innen. Und wir könnten ja auch zwei dicke Eichenbäume dann ab und zu machen. Vielleicht ein bisschen eben, ja. Die füllen wir noch nicht, die sind nur erst eins. Gut, ich tue jetzt mal ein paar Hölzer rein. So. Okay. Stammbretter, die nehmen wir mit. Die Erde kann ich auch hier lassen. Okay. Jetzt muss ich mal ein bisschen etwas anderes machen. Erde können wir schon hier platzieren. Also Erde können wir sammeln. Aber wo? Ja, da müssen wir leider wieder ein bisschen irgendwo hingehen, wo wir das auch machen können. Oder unterirdisch. Wir könnten noch ein bisschen meinen. Ja, machen wir pro Part und für 20 Minuten immer bauen. Das reicht, weil mir ist jetzt gerade ein bisschen. Ich bin ein bisschen genervt über das Platzieren jetzt gewesen. Ist halt recht schwer mit Half Steps. Ja. Okay, da drüben. Und wie? Wie spawnt der da drüben? Kann ich den irgendwie angreifen, ohne dass er mich erreicht? Okay. Aua. Die reichen knapp nicht. Noch ein Skelett. Sehr gut, so kann uns nicht schlagen. Ja. Wo kommen die A hier aus der Höhle? Okay. Nein, nicht runterfallen. Nochmal versuchen. So. Oh, überall hat es Pfeile. So, und jetzt ist wieder Nacht. Schnell, schnell zurück. Okay, also müssen wir leider auch nochmal abreißen. Okay, die können irgendwie da drüben auch noch spawnen. Ah, wahrscheinlich wegen dem NPC jetzt, dem Dorfbewohner. Okay. Uff.
Ja, so schnell wieder dunkel. Okay, ein Bogen, so, Blumen haben wir, glaube ich, hier. Hier haben wir Werkzeuge, Waffen und Pfeile. Also hier rein tun. Da haben wir noch ein Zauberbuch. Wo kommt Zauberbuch denn schon mal hin? Einfach mal hier rein. Okay. Wir haben irgendwo, ja, die Truhe mit dem Essen natürlich. Genau, Ofenkartoffeln. Die esse ich jetzt zuerst. So, dann gehen wir wieder auf Erkundung. Wir waren ja irgendwo. Wir haben Pferdhäuten? Nee, wir haben noch kein Pferd holen, aber es gab Pferde dort. Haben wir keinen Sattel? Kann das sein, dass wir noch keinen Sattel? Doch, wir haben einen Sattel. Ich möchte gerne ein Pferd jetzt hier hinholen. Ja, weiß gar nicht. Das war auf dem Server, gell? Wo wir das Pferd geholt haben. Stimmt, okay. Dann gehen wir mal einfach schauen, ob die Pferde noch da sind. Denke schon. Ich habe jetzt halt eine längere Zeit lang nicht gespielt, als mir nicht so gut ging. Und ich merke jetzt auch, Minecraft nervt noch ein bisschen, also macht noch ein bisschen mehr Kopfschmerzen. Ja, bis das mal besser wird. Leider ist das ein bisschen ja so, dass es halt einfach wieder passiert, weil ich wegen Kälte nicht so geschützt bin. Ja, ich bin recht ungesund momentan. Also diese Kälte, die macht mich extremst schwach, kränklich und so weh. Es hat einfach mehr können draußen sein. Weil hier drinnen ist immer die Heizung. Die Heizung macht genau kaputt. Die macht euch müde und empfindlich. Also so wenig wie möglich heizen. Ich wohne halt wirklich in einem Hochhaus und da kann man nichts anderes als es aushalten. Und das geht bei mir halt nicht gut, weil ich so geschwächt bin durch die Bienenkrankheiten. Kann man nichts machen. Also beinhart sein und es durchstehen. So, Delfine kann man glaube ich gar nicht irgendwie zähmen. Wie kann man die nach Hause oder so bringen? Im Boot geht die auch nicht. Die kommen nicht in ein Boot. Also scheinbar ist es nicht hier gewesen mit den Pferden. Ich weiß es gar nicht. Oh, mega viele von diesen großen Blumen. Wow, schöner Wald. Okay. Bienen. Nochmals eine Bienenwabe. Viele Rosen, okay. Haben wir auch noch Kühe. Wenn nicht alle immer ein Kind hätten, würde ich die alle schlachten. Weil wir ja so viel Leder brauchen. Wir gehen jetzt einfach in die Richtung. Und ja, vielleicht kommt nächster, übernächster Part dann endlich mal die Minimap. Aber irgendwie, ich komme da nicht auf die Reihe. Eben der Launcher, der ist noch auf der alten Version. Die wird nicht geupdatet. Oh, krass. Und dann gibt es ein Add-on-Pack, also eine neue Version-Pack. Das müsst ihr manuell installieren. Das geht bei mir nicht. Also ich habe es richtig manuell installiert. Und es ist trotzdem immer noch im Launcher dann als alte Version angeschrieben. Aber geladen wird eigentlich die neue Version. Und deshalb gehen die Mods nicht. Die brauchen irgendwie eine neuere Version. Und ja, im Fabric ist halt wirklich. Vielleicht ist Forge ja gut. Also ich könnte vielleicht auf Forge schon wechseln. Werde ich einfach mal versuchen auf den nächsten Part, okay? Ja.
Ging aber nicht so weit weg, weil wir müssen ja auch wieder zurückfinden. Vielleicht hier ein bisschen links halten oder hier rechts, aber rechts haben wir auch schon ein bisschen erkundet. Ja. Mal schauen, ob wir hier irgendwo ein Dorf haben. Also so ein Plateau, die gibt es jetzt recht oft. Okay. Lieber mit dem Boot. Also da haben wir mal ein paar Kühe, die brauche ich jetzt mal. Schon extrem dringend. Und ich werde dann immer wieder zeigen auf dem Minimap, was ich alles erkundet habe. Und vielleicht finden wir ja dann bald ein Biom. Ich muss ja das nicht immer im Let's Play zeigen, wie ich herumreise und wenn ich das Biom endlich mal habe. Aber scheinbar sind sie schon noch selten. Oder noch nicht häufig. Oder gar nicht häufig. Ja, gehen wir mal hier auf dem Hügel. Da haben wir Pferde. Okay, erkennen wir. Ja, wir können jetzt ja direkt eigentlich zähmen. Kommen wir eigentlich noch gut voran. Ja, es ist wirklich kein Dorf, nichts. Es ist auch wieder dichter Wald. Okay. Haben wir noch einen Tintenfisch. Können wir eigentlich auch noch kurz nehmen. Wie kann man die heutzutage eigentlich gut farmen, die Einheit? Ja. Nein, so doch. So. Leider haben wir nicht mehr. Da haben wir ein. Ah, Schaf, okay. Dachte schon, ein Schimmel. Wir nehmen das Ding. Sieht sehr schön aus, finde ich. Okay. Versuchen wir doch mal. Bis zu zähmen hat 2 Herzen mehr. Also 12 Leben. Okay. Gut, beste Freunde. So, jetzt noch die Kühe schlachten hier. Also hier könnte ich mir auch vorstellen, dann irgendwann mal ein Dorf zu bauen. Das ist ein bisschen weit weg von unserem Haus. Sieht einfach sehr schön aus mit dem Hügel. Mit diesem Hügel, diesem Hügel. Und ja, das Savanne dann noch. Eine Westernstadt wäre mal noch cool. Ja, ich überlege mir, aber ich will mir ja nicht zu viel Gedanken im Voraus machen. Auf jeden Fall wird das Let's Play natürlich so lange gehen, bis ich wirklich gar keine Lust mehr habe. Sorry, Pferd. Das wird wahrscheinlich Ewigkeiten dauern, also Version nach Version immer wieder weitermachen. Das Wild-Update, das wird wahrscheinlich dann doch auch ja, wieder etwas Neues bringen. Ich weiß es nicht gerade, wird im Sommer dann wahrscheinlich sein. Das wird noch lange dauern. Ob ich dann kann ich mir überlegen, ob ich jetzt wirklich eine neue Welt mache. Oder wir einfach ganz weit wegreisen und dann einfach diese neuen Biome dann auch haben. Aber weil sie ja nicht unbedingt so viel Neues bis jetzt geben, muss man ja das nicht machen, also wenn man eine neue Welt generiert. Ob jetzt im Birkenwald etwas sein wird, keine Ahnung. Bis jetzt sind sie nur ein bisschen größer. Länger der Stamm. Leider ist in der Savanne auch nie etwas richtig Gutes. Es lohnt sich jetzt nicht, die Savanne zu erkunden. Nee, es kann nichts Bestimmtes, also es gibt keine Struktur, so die hier spawnen könnte. Ja, leider. Das lohnt sich jetzt nicht. Außer diese Ebene. Okay, da ist ein Dorf. Diese 2 Dörfer eigentlich sehr nah dran. Sonst habe ich mir ja noch kein Dorf gefunden. Nur diese 2 Dörfer. Okay. Jo.
Pferd. So, dann. Ja, dann müssten wir eigentlich jetzt langsam schlafen. Können wir im Dorf kurz schlafen? Ah, das ist hier auf der linken Seite eher. Okay. Und ich dachte, das eine Haus dort würde der Anfang vom Dorf sein. Es ist einfach auf einer anderen, der anderen Seite. Also irgendwie, wo das Pferd auch. Bitte bewacht das Pferd. Dankeschön. Diese Teile möchte ich eigentlich mitnehmen. Nehmen wir doch mit. Hä? Das ist glasierte Keramik in Gelb. Finde ich richtig schön. Danke sehr. Und du? Lass mich mal schlafen. Hey, mit da, ich schlafe hier. Und der so, nein, ich wurde doch hier gespawnt. Ich ertrinke, ich lass mich jetzt. Ich werde einfach so mich umbringen. Oh ja, diese Banner mitnehmen. Nein, nicht nach oben. Okay, zwei Stück, ja. Interesting. Oh, da ist Gras. Genau, ein Alchemie-Table. Was ist mit dir? Du bist keiner, der handelt. Haben wir denn? Ja, haben wir ein Bett. Sehr gut. Melonen, okay. Sonst? Ja. Danke sehr. Oh, Lederhosen. Nehmen wir auch mit. Genau. Sehr schön, wie das Wasser verpufft. Und du? Lehm, okay. Haben wir leider nicht dabei. Also haben wir hier oben noch zwei und dann das große Haus in der Mitte. Ich komme irgendwie an der Ecke. Hallo? Hier hat sich einer noch geäußert. Okay. Ein Alchemistendorf. Ach, wieder Gras. Okay, diese Banner noch mitnehmen. Wenn sie nur braun sind, könnten sie vielleicht gebrauchen. So, Della. Sonst ist eigentlich alles erkundet. Genau, das Haus dort noch. Pferd, geh mal hier ins Haus rein, bitte. Mach ich mal dort auch zu. Weil ein Pferd könnte immer wieder sterben wegen Missgeschicken. So, einfach mal einsperren. Also ein Portal haben wir hier. So. Und nochmals mehr Keramik. Sehr schön. Ja, hat was. Was wie eine Blume oder so. Sehr schönes Zeugs. So, danke sehr, liebes Dorf. Hat mir sehr weitergeholfen. Gut, ja, schöner Berg. Nice. Okay, eine Glocke. Neben dem Dorf ein Portal mit einer Glocke. So, wunderbar. Also, jo, das Berg natürlich wiederholen. Ziemlich schönes Dorf. Ah, hier haben wir noch diese braune. Diese braunen Banner. Natürlich auch mit. Auch noch.
Nein, ich bin wieder hier oben. Gut, werden die gut eingesammelt. So, und jetzt kannst du wieder rauskommen. Wert. Hallo. Danke. Nicht ignorieren, gell? So. Okay, ein ganz großes Savannenbiom. Wow. Smoother World Generator. Ist ja geil. Also hier irgendwas Großes im Western-Stil bauen wäre natürlich cool. Man fragt sich ja auch gerne, ob es wirklich passt, aber ich finde, ja, neben einem japanischen Haus eine Westernstadt haben, ist ziemlich, passt ziemlich. Shanghai nun oder so. Ah, okay. Darauf habe ich gewartet. Ich liebe dieses Biom. Das ist das Mesa-Biom. Schauen wir mal, wie es genau heißt. Also hier haben wir Savanna. Der Mitte, ja, links bei Biom Minecraft Savanna. Haben wir Biom Minecraft Arodet Badlands. Also Badlands. Ist das Biom? Ich weiß nicht, wie lange schon, aber früher hieß es immer Mesa. Wahrscheinlich seitdem es überarbeitet wurde. 1.14 kann das sein. Auf jeden Fall, wo es die Goldminen gab. Oh. Heftigst. Jo. Also hier auch irgendwas zu bauen, wäre natürlich mega geil. Vielleicht hier sogar die besten Stadt bauen. Hier drauf. Ja. Würde auch passen. Hier haben wir Dschungel wieder. Wir haben ja ein großes Dschungelbiom schon gefunden, das recht lang ist. Nicht so breit. Ist wirklich cool. Ah. Ja, man sieht, da hat es schon Gold. In einem Mesa-Biom hat es viel mehr Gold. Also wenn ihr mal Gold braucht, geht in ein Mesa-Biom, wenn ihr eins habt. Sucht dort nach Gold. Aber ja, wegen den vielen Farmen, das ist ja gar nicht so nötig. Mist. Bin doch runtergefahren. Mann, wer hat diese Höhle hier hingetan? Okay, ich muss leider nach oben, Pferd. Danke, darf ich? Also was werfen wir denn raus? Also Melonenkerne und Eier brauchen wir mal nicht. Ich muss leider zwei breit, sonst kann das Pferd nicht raus. So jetzt, okay, wir müssen gar nicht so weit. Oh. So, ja, der Goldschutz müsste ich ja nicht mitnehmen. Komm, wir tun die Lederhosen, die können wir gut herstellen. Sie mal brauchen für Accessoire. So. Dem Pferd geht's gut, scheinbar. Okay. Und schon wieder irgendwo runter. Ah, oh Mann, man sieht's nicht wegen Kopf. Man sieht's einfach nicht wegen dem Kopf. Eieiei, unglaublich. Also. Ja, der World Generator hat sich wahrscheinlich wieder verändert und jetzt noch mehr Löcher getan, generiert. Ja, Pferd, bitte, ich sehe nichts. Ist ja unglaublich, wie viele Löcher überall. Da kann man ja nicht durchreiten. Okay, rote Keramik. Kann man auch sehr gut herstellen. Danke, aber darf ich mal kurz? Nicht in den Lavasee. So, den wollte ich noch mitnehmen. Oh Gott. Das sind manchmal richtig blöde, wenn man sie wegnimmt. Also wenn man sie verlässt. Ach ja. Also wo ist jetzt der Dschungel hier? Da muss man in die Richtung, um wieder zum Haus zu kommen.
Also die KI der Tiere kann wirklich mal ein bisschen verbessert werden. Die ist immer noch strunzdumm. Ja, und zum Beispiel ganz blöde ab die Kühe. So, wie viel haben wir? Ah, 26 schon? Okay, krass. Noch eine Kuh. Nein, nicht abhauen. Okay. Noch eine Kuh. Da spawnen sehr viele. So. Ja, Minecraft ist schon ein bisschen entspannter, wenn man jetzt ein Pferd hat und halt einfach die Tiere auch schlachten möchte. Ich habe mal halt immer mich so verhalten, dass ich so wenig wie möglich Tiere geschlachtet habe. Wegen dem Naturschutz und so. Aber man kann in Minecraft eigentlich nie natürlich spielen. Also ich müsste dann ein veganer Mod oder so Ding haben. Okay, da kommen wir gar nicht so gut durch in dem Dschungel. Da haben wir auch nochmals ein Portal, okay. Kommen wir hier an der Klippe vorbei? Ja. Also wir müssen dort runter. Leider, ja, man merkt sie, der Weltgenöte macht uns nicht das Leben leichter, sondern schwieriger. Ich sehe nichts, liebes Pferd. Kann man da nicht. Ich spiele es so. Wenn ich auf dem Pferd bin, dann spiele ich so. Fertig. Keine Lust mehr auf Kopf. Gut, sieht man das so schön. Aber da haben wir auch nochmal ein Dorf. Okay. Interesting. So, ich werde mal schauen, dass ich über Forge die Mods installieren kann. Darauf bin ich gar nie gekommen. Ich wollte immer Fabric benutzen wegen Ding, Iris. Aber Optifine ist sowieso noch ein Schritt besser. Kurz. Und danach ja, gehen wir zurück mit dem Pferd. Versuchen jedenfalls zurückzugehen im nächsten Part. Ja, mal schauen. Oh, nicht in die Lava. Es ist komisch so zu spielen. Behutsamkeit. Krass. Das hilft natürlich schon sehr viel. Mit Behutsamkeit könnt ihr natürlich auch ja, zum Beispiel die Erde abbauen, diese Mühsäle. Da haben wir ein großes Biom schon gefunden, ein Megateiger-Biom mit dem Mycel. Und dann mit dem Pozoll. Mit dem Mycel, ja, da werden wir wahrscheinlich sehr lange brauchen, weil wir keinen Ozean in der Nähe haben. Nur diesen kleinen Winz-Ozean beim Haus. Aber ja, sonst wirklich zu wenig haben. Okay, dieses Dorf ist aber auch neu, hä? Ja, das werden wir dann im nächsten Paar. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. 1 Minute und 30 Sekunden. Okay, ich muss wieder umschalten. Oh. Ja, jetzt brauchen wir wirklich nochmals Platz. Die Lederhose ist immer noch hier. Ja, glaubt, der Stein kann man gut herstellen. So. Die Bahn da nehme ich jetzt nicht mehr mit. Komm, machen wir die Schutzrüstung weg. So. Eben Gold, also Goldrüstung und so. Gibt es einfach viel zu viel und man braucht sie nie, weil sie halt weil nicht gerade so gut haltbar ist. Ja. Das ist aber einfach werfen, wenn ihr keinen Platz habt. Okay. Wo ist Gras? Ich frage mich eben auch, wieso die in den Dörfern tun, damit man sie auch hat. Also, wenn man sie braucht, dann besorgt man sie mit einer Schere selber. Also, ich weiß nicht, wieso
Was die Leute mit Gras machen? Aha, hä? Ja, mein Kaffee zeigen, Harry. Ja, vorne Düsen tun recht viel. Drögen nehmen. Immer diese Drögen. Hey, nicht die Tür hinter mir zu machen. Geh nicht. Ein einsames Haus dort oben. Nicht vergessen. Ich finde immer, diese Gärten sind jetzt schlecht platziert. Es kommt immer Wasser raus. Ja, zum Beispiel hier ist es sehr gut zu sehen. Das sind einfach diese Wasserstellen, die an einem Abhang sind und dann kommt das Wasser so mega raus. Es vervielfältigt sich. Okay, Nugget. Wieso ist dir ein Nugget in der Truhe? Ein einziger Nugget habt ihr nicht mehr? Ah, ich weiß, das ist vom Weserbier. Naja, klar. Okay, den Birkel weiter. So, dann haben wir noch den Schweinestall. Mit ein bisschen Weizen. Auch nicht. Gut, dann haben wir ziemlich viel entdeckt. In diesem Part noch. Trotz Ausbau noch. Okay. Hier waren wir aber auch schon. Ist gar nicht Sinn. Hier oben vielleicht? Ist das mein Pferd da? Ah, das Pferd, also. Hier haben wir auch alles erkundet. Da oben ist noch ein Haus. Ja. Halb, halb. Gut, dann gehe ich dann gleich ja, die Mods installieren, also Forge installieren, Mods installieren. So eine Kirche, okay. So. Und dann haben wir im nächsten Part die Mods. Dankeschön fürs Zusehen. Bis denne. Tschüss. So. Tschüss.